Willkommen zu Five Nights at Freddy's 3. FNAF 2 habe ich ja letztes testet, das ist mir auch zu schwer. Und bevor ich lang labere, hallo in die Facecam mal wieder. Und wir fangen ein neues Spiel an. Ja, ich habe gerade vorhin FNAF 1 fertig let's play. Jetzt habe ich einfach Bock auf den dritten Teil. Es ist der, den ich am meisten gesuchtet habe. Und da in der ersten Nacht offiziell der einzige Gegner des Spiels nicht vorkommt, richtig, haben wir Zeit, uns umzusehen. Hey, glad you came back for another night. I promise, ach, man könnte hier draufklicken. Nö. Also wenn ich es nicht sehe, ich klicke gerade auf Freddys Nase. Also, worum geht es eigentlich hier? Wir sind in... Nein, nicht wirklich in der Pizzeria von Freddy's Fazbear, sondern er spielt, glaube ich, in der Zukunft. Und... Na, halt doch den Rand. Ich kann ihn nicht wegklicken. Toll, lol. Und nachdem das Gebäude, ja, also die Pizzeria aufgegeben wurde... Ja, ich schaue mich nur durch hier die Ventilationsgänge. Wir haben noch keinen Gegner da. Ich habe mich damals im Stream völlig umsonst aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es uns töten würde, wenn wir dann doch noch, ja, wenn alles ausfallen würde. Ich reboote mal, wir haben Audio, wir haben Kamera und wir haben Ventilation. Ventilation ist, wenn das ausgeht, haben wir Halluzination, dass uns das System stören kann. Das Kamerasystem erklärt sich von selbst und Audio ist, um den einzigen Gegner auf Distanz zu halten. Und das klappt so, indem wir, wenn das ja mal gebootet hat, dass wir hier Springtrap bisschen hier sammeln können. Wie gesagt, die erste Nacht ist noch überhaupt nichts gefährlich. Und also, die Geschichte ist die Five Nights at Freddy's 1 spielt ja damals in der Gegenwart. Das hier spielt in der Zukunft oder beziehungsweise nach Five Nights at Freddy's logischerweise. 2 ist ja Sequel, Prequel gewesen. Und es ist spät. Sorry. Und es ist so, dass jemand das Gebäude aufgekauft hat. Und das Ganze zu einem Horror-Vergnügungsdings umgewandelt hat. Ja, ihr seht ja, alle ausgemusterten Animatronics hier, ne? Aber ist denn hier alles harmlos jetzt? Müssen wir einfach nur die Nacht abwarten und die Halluzination abwehren? Nein! Denn der einzige Gegner heißt Springtrap oder Spring Bonnie, den wir im Titelbildschirm gesehen haben. Und... ich spoilere jetzt kurz ein wenig. Es wird zwar durch seltene Jumpscares gezeigt. Springtrap ist zwar ein Animatronics, aber einer der ursprünglichen Serie der Spiele, der Pizzeria, der fiktiven Pizzeria, mit einem Springschnapp-Endoskelett. Das heißt, jemand konnte da, also rein fiktiv, die hat es nie gegeben, jemand konnte da hinein und den als Maskottenkostüm so benutzen. Der Purple Guy, es wird gemunkelt, der Purple Guy. So, jetzt geht's aber los. Der Purple Guy ist aber da irgendwie hineingekommen, getötet wurde er dadurch. Ah, okay.
Ja, ich weiß nicht, ich spiele mal ganz gewöhnlich. Ich möchte hier endlich mal kurz was nachschauen gehen. Und er ist irgendwie verflucht und das Kostüm, er ist im Kostüm drin und jagt uns und will uns töten. Ja. BT, was? BBDBI-Klick. Ah, ja, genau. Gut, also ich habe das Let's Play ja komplett gemacht mit allen Easter Eggs, also mit Good Ending. Das heißt, ich werde es hier wahrscheinlich noch mal machen. Ist einfach sehr anstrengend. Man muss die Secret Endings der Mini-Level, Mini-Spiele, der Minispiele schaffen und ja, Spring Bonnie bis ganz zum Schluss abwehren ist ja auch so eine schwere Sache, die in der fünften Nacht immer schwierig ist. Ich weiß nicht, ob ich das auch mache hier. Hier haben wir das Büro von der F1. Gut, wir kennen am übergroßen Ventilator. Ja. Und wir haben unseren Spaß. Und das ist die Hauptsache. Also, das Easter Egg ist, wir müssen auf Balloon Boy klicken. Das machen wir doch. Wenn wir dann soweit sind. Ja, ich folge dir, ja. Purple Freddy oder wer auch immer du bist. Wer auch immer du bist. Error. Ha ha ha. Ja.